Hallöchen und willkommen zurück in der Mitte der Nacht bei Hixelmon. Ruckelmon. Hixelmon. Ruckelmon, mein Name. Ruckelmon. Das klingt so. So, österreichisch. Nein, tut's nicht, aber. Österreichisch, so nennt man das jetzt. Oh, Storm is incoming. Ja, nein, eigentlich finde ich österreichischen Dialekt eigentlich voll okay. Ja. Ist auf jeden Fall nicht so ein, Krampf wie manch anderer. Manchandra. Ragata. Alles, was ich wahrscheinlich rede. So. Wonderful. Richtig, wir sind zurück und es ist mitten in der Nacht und ich versuche immer noch zu überfliegen in Richtung. Gastly möchte gerne aufs Gesicht, das kann er gerne haben. Bitte schön. In Richtung Gastly möchte gerne aufs Gesicht, das ist. Ja, ich bin immer noch unterwegs in Richtung. Oh, da ist ein Imprägnator, ein Impergator. Ach komm, ich mache jetzt einen Abstecher, bevor ich nach Hause fliege, zu diesem Evoli-Poco-Center. Werde die Folge heute dort verbringen und nächste Folge dann eben schauen, dass ich dann zu Hause bin und vor Beginn der nächsten Folge die Pokémon noch schnell umbenennen. Genau. Sounds nach einem Plan. Was ist denn für ein Pokémon hier? Hier fliegt Noctu, aber es fliegt irgendwie auf dem Wasser, ganz komisch. Okay. Toxa habe ich hier noch. Das taucht, das sucht nach Fischen. Keine Ahnung. Ich hab's gerammt. Oh, das war, mir nicht böse. Oh mein Gott, ernsthaft? Hm? Das sieht ja geil aus. Was hast du denn gefunden? Ein Octileri. Was ist das denn? Tintenfisch. Ah. Oh. Aber ein geiler, ein roter, ein cooler. Angriff, Angriff. Hier brennt der Wald weg, alles gut. Welches Pokémon nehme ich? Gedrick wahrscheinlich. Das wird jetzt wieder so eine Lapras-Geschichte, oder? Oh, da ist wieder ein Mankey. Beziehungsweise ein Radikal, das denkt, ein Mankey zu sein. Ich find das so episch. Wieso ist es unter... Und hast du schon mal versucht, unter Wasser ein schwimmendes Pokémon mit einem Pokéball zu treffen? Ich sehe nicht mal, wo mein Pokéball hinfliegt. Noch nie probiert. Es ist auf jeden Fall eine Katastrophe. Vor allem, das schwebt ein bisschen unter mir und ich weiß nicht, wie ich runterkomme, ohne abzusteigen. Das ist ein Nachteil. So, jetzt bin ich hier bei dem Poké-Center, aber es sind natürlich noch keine Evolis da. Aber... Oh, ich hab's. Vielleicht, demnächst, eventuell. Bitte nicht umbringen, bitte nicht umbringen, bitte nicht umbringen. Oh Gott. Vielleicht immer? Oh. Oh, okay. Das Vieh ist stark. Gut, Nidoqueen mal probieren. Poison Sting, vielleicht wegen Poison? Yes! Jetzt muss ich warten, bis es Tag wird. Und hoffen, dass hier Mankeys, Mankeys, sag ich schon. Na, du weißt, was ich meine, auftaucht. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. So, dann nehmen wir doch mal hier Ember weiter. Ich muss jetzt meine Pokémon echt mal ein bisschen durchtrainieren. Das hilft alles nicht. Ember hat echt so wenig. Oh, warte. Nein. Oh mein Gott, Level 8, oh, seriously? Oh, fucking Critical Hits. Ich kotz ab, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Ich krieg mein Leben lang nicht einen Critical Hit. Und dann immer, wenn ich was fangen will, Critical Hit, Critical Hit, Critical Hit, Critical Hit. Gibt's doch gar nicht, ist so normal. Eine Scheiße. Hat sich in die Luft gesprengt, das Ding, nur weil ich's fangen wollte. Ernsthaft jetzt? Boah, Alter, das wird mir gar nicht so sehr auf den Sack gehen, wenn die scheiß Pixelmon nicht so fucking selten wären. So eins finde ich nie wieder. Oh, da hinten ist noch eins. Hose 2015. Ah, schön. Ja, und diesmal greife ich es mit Lari an. Go, Lari. Ich brauche Evoli. Viele Evolis brauche ich. Hallo, Ariados. Schön, dass du mich angreifst. Komm, ich mach das jetzt mal. Mal gucken, was das an Schaden macht. Es geht ja über mehrere Runden. Hat ja überhaupt keinen wirklichen Schaden. Okay. Das sind schöne Level-Ups, wenn man es viel. So ein viel höheres Level hier. Komm schon, ich will Octileri haben. Kannst du mich nicht mal angreifen, du Kackvieh? Ein Trainer mit Level 7. Ernsthaft. Wird Zeit, dass es Tag wird, in der Hoffnung, dass sie dann Evolis kommen.
kann mich holen. Ach, so lange kämpfe ich jetzt einfach hier und mache meinen Orb voll. Kann doch nicht so schwer sein, das Vieh zu treffen. Wissen wir eigentlich noch, mit welchen Level dann die kommen, die Pokémon? Wenn man die spawnen lässt, dann Wie? die Legendären am Schrein, die Ah, werden doch 70, sicher. glaube ich. Ja, wollte auch sagen, ich glaube, die werden so Level 70 sein Aha. dann. Alter, das kann ja echt heftige Attacken, ey. Kann Lari mit zwei Attacken, mit drei Attacken platt machen, das gibt's gar nicht. Autsch. Wählen wir schon mal gleich einen Pokéball aus. Aber nicht den Luxusball. Da wird's eh nicht drin bleiben wollen, wahrscheinlich. Was ich schade finde. Was hast du angestellt? Nix. Nix, Vom okay. Poké-Center. Nee, ich Ein hab ein cooles kleiner neues Pokémon Radfratzer. gefangen. Ein richtig cooles neues Pokémon. Und ich weiß, dass es eine gute Attacke kann, weil es damit Lari fast platt gemacht hat. So, von hier aus muss ich in welche Richtung? Lari lebt Möchte auch nur ich gerade noch so Evoli? irgendwie. Gibt es ein Poké-Center in der Nähe von dem Pozzolium-Zeug? Boah, ich hab keine Ahnung. Weiß ich echt nicht mehr. Weil brauche ich Poké-Center oder Pokémon schnell Es tot. ist voll OP, dass ich mit dem Pokémon hier gegen diesen kleinen Trainer kämpfe, aber Der war schnell hilft ja nicht. besiegt. Ich finde keine Evolis. Level 9. Level Ich 9 Trainer. finde keine Poké-Center, das ist viel schlimmer. Oh, das ist Weil ja ich eine schön. brauche. Huch. Weil ich eines brauche. Yeah. Oh, ich Wie, hab das das Pozzolium paralysiert. Zeug Sau. erreicht. Sau, Kerl. Was dann? Der hat paralysiert. Mein Pokémon. Hat er das, die Sau? Hat er natürlich auch. Schwänerei. Wie, der ist aus dem Kampf geflohen. Oh, jetzt haben wir. Nein, wir haben noch Toffer. Also wir haben noch ein paar gute Sachen, gute So, dann machen wir es jetzt so. Sachen hier, aber. Feuerfang und weg damit. Danke. Evoli. Vielleicht hätte ich das Octillery einfach aus dem Wasser raussprengen sollen. Ich habe ja nicht umsonst nur das TNT bei mir. Ich glaube aber, dass hier nicht zwingendermaßen Na. Evolis auftauchen. Das ist einfach, die Schön sind halt da kleiner. aufgetaucht und die kommen dann immer im Rudel und Na dann musst du aus. die theoretisch schnellstmöglich wegfangen, weil du so schnell keine mehr findest. Angler, Angler, Angler. Donnerschock. Donnerschock. Da kam gerade ein Pokémon, ich habe nicht gewusst, was es ist. Es kam so. Hua, hua. Ich so, okay, es kann doch Sterndu sein. Weil die hier so Ganz seltsam sicher. klingen, ey. Ja, total. Weiß nicht, ob die echt so klingen, weil im Anime klang die ja eher so, weiß ich nicht, technomäßig so. Und die haben ja auch immer, Manchmal. die haben ja immer, das Licht in der Mitte hat ja immer geblinkt, wenn die gerade gefaintet sind oder so. Oh ja. Also sogar. Das ist so ziemlich das nervigste Geräusch überhaupt, wenn dein Pokémon low ist. Dim, 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 dim. Oh Und denkst du so, ja. Alter, hör auf Hallo, damit. Rosaring, du fette Sau. Entschuldigung. Level 22. Man kann mit dem EP-Teiler seine Pokémon extrem schnell hochziehen, indem man einfach ein OP-Pokémon nimmt, gegen andere OP-Pokémon antritt und einfach den Rest in EP-Teiler machen lässt. Ja, was? Das finde ich total seltsam. Es gibt nämlich in den EP-Teiler aus den neuen Editionen da, der einfach alles gleich aufs ganze Team gleichmäßig verteilt. Was eine nette Idee ist grundsätzlich, aber voll keinen Sinn macht irgendwie. Kann man, glaube ich, aber auch ausschalten, ne? Ja, aber du kannst ja aber nur komplett ausschalten. Echt? Ja, du Das kannst den ist anmachen oder Schwachsinn. ausschalten. Das ist ja Richtig, total finde ich nämlich Schwachsinn. auch. Hier ist echt nichts Interessantes, aber es gibt hier Ursarings. Die haben Leggy Ringe. Leg! So. Leggy, leg, leg, leg. Aber trotzdem ein Poké-Center. Das wäre echt cool. Ich hätte gern Evoli. Scheiß auf Evoli, ich will Poké-Center. Poké-Center! Oh. Ich weiß, was Poké-Center! hast du? Level 23. Versuche ich dich mit Venomart. Ich Poké-Center! will dich haben. Dich will ich. Poké-Center! Poké-Center! Bam, jedes Pokémon stirbt mir jetzt. Poké-Center! Dünn, 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 Poké-Center. Ja? I got carried away.
Ich will das Pokémon fangen. Ich fange das jetzt. Vielleicht kann man es auch noch paralysieren. Und noch einmal und dann fange ich's. Okay. Back. Frag mich, von wo aus wir Pokéball. kommen. Ich dachte, wir erkennen die ganzen, die gesamte Umgebung um unser Pokécenter drumherum, unser Heimat-Pokécenter. Aber offensichtlich ja nicht. Wartet da bestürzt, dass jemand gemeint hat, dass der Parkball wie der Meisterball wäre. Was? Aber tatsächlich habe ich jetzt auch jedes Mal, wenn ich den Parkball benutzt habe, das Pokémon instant gefangen damit. Der ist doch nicht wie der Meisterball, das ist was ganz anderes. Ja, eben, das wundert mich ja auch. Aber ich habe das Pokémon gefangen. Und das Pokémon. Vielleicht ist der aber verbuggt. Jetzt will ich auch einen Parkball. Ein Glumanda. Mal gucken. Wenn ich gleich zu Hause bin, dann werde ich mich erstmal ganz kurz hier ein bisschen um den Garten kümmern. Um die Aprikos oder was auch immer, die Dinger da ja, halt, ne? Ich hatte mir auch überlegt, dass wenn ich jetzt dann zu Hause ankomme, ich einfach ganz schnell irgendwo in, am besten in die Felswand rein, in aller Eile ein Haus reinzimmere, wo man ein paar Kisten reinstellen. Das ist ja. Ach so, du meinst so als Storage oder was? Ja, das ist ja binnen so einer halben Folge erledigt. Ja, ja. Weiß bei Pixelmon eigentlich gar nicht, also weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, es macht keinen Sinn. Storage in Minecraft macht immer Sinn. Aber bei Pixelmon, ich meine, so viele Sachen sind da nicht, die du irgendwie wegsperren musst oder so. Ja, aber wir haben halt schon eine komplette Kiste nur mit Attacken und Zeugs. Und dann hätte ich halt, keine Ahnung, die ganzen Statusteile, die man denen zum Tragen gibt, in eine Kiste gepackt. Die ganzen TMs in eine Kiste gepackt. Die ganzen Entwicklungssachen in eine Kiste und den Rest wieder woanders rein. Dass wir es halbwegs aufgeteilt haben. Ich habe eine Cell-Battery gefunden. Ich weiß aber natürlich wieder nicht, was es macht. Hab ich auch. Ich glaube, das ist für Elektroattacken. Könnt ihr mir vorstellen. Kann schon sein, aber was ist dann, was der Magnet? Ich dachte, der Magnet ist für Elektroattacken. Es gibt doch immer mehrere Sachen, die was stärken, oder nicht? Da weiß ich nicht. Stell dir mein ratloses Gesicht vor. Wow, du guckst ganz schön ratlos aus. Ja. Weil, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe dieses Konzept Items fand ich immer schon relativ blöd. Und habe es deswegen eigentlich auch immer meistens ignoriert. Also man hat dann, klar, man hat irgendwann mal, sieht man dann, weil im Spiel siehst du ja, wofür die Items sind. Also guckst du dann Item sowieso, ist gut für sowieso und denkst so, ja, okay, kannst du nehmen und dann vergisst du es wieder. Fertig. Ja, das einzige Item, wo man drauf aufpassen muss, ist der EP-Teiler. Da musstest du halt immer dann dem geben, dann dem geben, dann dem geben und so weiter und so fort. Ja, habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich habe eigentlich fast nur die EP-Teiler vergeben. Ganz selten, dass ich mal was anderes gegeben habe. Aber in der Regel eigentlich dann nur höchstens mal, dass ich denen eine Beere oder so gegeben habe, dass sie die selber schnabulieren können. Aber das war auch so selten. Ich auch halt, heute, ich gebe denen meistens Es gibt, glaube ich, Überreste oder so. Das regeneriert jede Runde ein paar KP. Ja, sowas habe ich hab auch ich immer benutzt. Verteilt. Aber ansonsten eher weniger, weil alles andere ist halt auch eher, ich will nicht sagen kacke, aber nicht so gut. Da gab es dann doch, glaube ich, noch einen Teil, wo die Chance erhöht wurde, dass man mit 1 HP überlebt. Ja, es gab auch irgendwie das, dass man mehr Geld kriegt, wenn man, upsala. Du auch? Nee. Okay, dann bin nur ich rausgeflogen. Ja. Es gab auch irgendwie das, dass man mehr Geld kriegt, wenn man die besiegt oder so und so weiter und so fort. Aber jetzt, wo die Pokémon ja teilweise ja auch noch so spezielle Fähigkeiten haben. Ja, es wird immer komplizierter irgendwie, weil die versuchen, sich was Neues einfallen zu lassen und machen es dadurch einfach komplizierter. Ja, eben. Und gerade diese Fähigkeiten von wegen, ja, bla bla bla, kann mit einem HP überleben oder so, haben sie ja jetzt manche Pokémon direkt, diese Fähigkeit. Ja, es gibt ja, also das mit den Fähigkeiten, wobei es gibt coole Fähigkeiten. Es gibt ja dieses eine Käfer-Pokémon, was ich vor ein paar Folgen schon mal erwähnt hatte, was mit Sicherheit in den Kommentaren stand. Das hat ja zum Beispiel die Fähigkeit, das hat irgendwie nur einen Lebenspunkt, aber es ist so gut wie gegen jede Attacke immun. Wow. Ja, deswegen wollte ich es haben, weil es ist so cool. Wie willst du das Pokémon dann besiegen? Es ist nur so gut wie gegen jede Attacke immun, nicht gegen jede. Ja, aber so gut wie jede muss ja auch erstmal wissen, welche das sind, ne? Ja, das muss man einfach wissen. Deswegen ist es auch competitive, glaube ich, verboten, das zu spielen, das Pokémon oder so. Aber ich spiele nicht competitive. Scheiß auf competitive. Bin zu anstrengend, da muss ich auf jeden Scheiß achten. Bin ich daheim. Bin keiner, der gerne auf Scheiß achtet. Ich bin einer, der gerne spielt. So. Das ist auch richtig so. Richtig. Richtig. Ich bin auch auf dem Weg. Ich hab nur 800 Meter. Dann bin ich auch da. Ja, das ist ja der Wahnsinn.
Der Wahnsinn ist das. Der Wahnsinn. Ja. Ich hab so viel Scheiße in meinem Inventar. Und ich werde gerade angerufen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas klang da irgendwie seltsam. Ja, ja, ich heb da jetzt aber nicht ab. Ist mir egal. Schmiergal. Ist Schmiergal nicht der, der dann später zu. Das klingt ein bisschen wie Smirgol. Schmiergal. Schmiergol und Schmiergal. Das ist seine verschollene Schwester oder so, keine Ahnung. Mhm. Oh, Alari. Klingt mal ein bisschen ruhiger hier. Was soll das? So. Ja, wir kommen von hier aus. Okay, gut. 1, 2, 3, 4. Und hallo. Ach so, warte mal. Nein. 6. Wir sind schon mitten in der Folge. Ja, ich war nur gerade das. Ja. So. Ich bin auch wieder da. Einen wunderschönen guten Tag. Warum haben wir hier ein Lilypad? Ich weiß es nicht. Will's weil nicht ich es hingeschmissen habe. Ja. Gut. Krasse Sache. Ich hab's wegpackt. Ich hab's wegpackt. Na, wie konntest nur? Das war mein Lilypad. Ich war doch ein Freiluft-Lilypad. Sollen wir am Ende dieser Folge vielleicht. Ja, was? Fero? Klar, kriegst halt aufs Maul. Sollen wir am Ende dieser Folge eventuell mal. Eventuell unsere Pokémon updaten? Weil ich bin mir sicher, du hast ein paar, die ich noch nicht kenne und umgekehrt. Ich würde sagen, das machen wir am Anfang von der nächsten, weil dann nehmen wir es vorher noch schnell alle um. Das kann man natürlich auch machen. Es war eine Geschichte, gell? War. Wir sind heute so musikalisch in dieser Session. Ja, ich weiß auch nicht. Wir reden außerdem ganz viele seltsame Dialekte, die es natürlich offiziellerweise alle überhaupt nicht gibt. Hey, aufpassen, mein gibt's freilich. Aufpassen! Aufpassen, da, hey, es kann es wohl nicht geben. Hörst du das auch von dem, hey, Wahnsinn. Du redest einfach nur Kauderwelsch. Ich schmerze überhaupt keinen Kader, weil du schmeckst denn? Kannst mir doch nicht erzählen, dass andere Menschen dieselbe Kacke da sprechen, dass die. Nee. Das kehrt sie so. Na. Freilich kehrt sie das so. Na. Ja, doch, freilich. Na. Ja, freilich. Na. Das glaubt er mir jetzt wieder nicht, das ist der Wahnsinn. Na. Also, ja. Meine Spitzhacke ist kaputt. Ich brauche eine neue. Hol mir ein neues Hackel. Wo ist ein Hackel? Ich brauche ein Hackel. Hackel. Storhackel. Storhackel ist gut. Nehmen wir Storhackel. So. Ich will nicht sagen, das klingt saudämlich, aber irgendwie ist das die Quintessenz dessen, was ich eigentlich hätte sagen wollen. Mei, was machst du denn schon wieder? Mann. Ja. Ach, shit. Ein Trainer, was bist du? Du bist Anthony Level 17 mit Käfer-Pokémon. Na, läuft bei dem. Na, dann gebe ich dir jetzt aufs Maul mit Level 32, so wie sich's gehört. Embe, ich meine Flame Charger. Immer, dass mein Jedrick Gedrick sich entwickelt. Nein, siehst du, ist auch kaputt. Das wird schwer. Kakuna. Warte nur drauf, dass er danach Matata sagt. Ja. Zwei dumme Gedanken. Level 33, absolut. Aber immer noch nicht entwickelt. Gibt es gar nicht. Ja, freilich gibt's das. Gibt's doch gar nicht. Ich weiß nicht. Meine sind alle noch gar nicht umbenannt, glaube ich, bis auf ein paar. Ich weiß nicht. Ja, nicht, aber ich glaube, die Folge ist langsam gegen Ende. Also das da hinten war ich nicht. Weg damit. Was so. War's nicht? Das war auch komisch stehen. Ja, passt schon. Alles gut. Folge ist Richtung Ende. Ja, schon wieder. Ja, ich kann auch nichts dafür. Nein, Herrn. Ich komm ja schon. Okay. Ich hab's mir auch nicht so ausgesucht. Was ist denn das schon wieder? Hallo. Okay. Ausgesucht. Ist vorbei. Wir sahen uns in der nächsten Folge. Genau. Auf Wiederschauen oder Servus. Wie man auch immer sagt. Ja, bis dann. Tschüss.